So, nach der Offense kommt die Defense, beziehungsweise die Defense-Positionen. Ja, Bowen, möchtest du anfangen? Darf ich anfangen? Also, wir fangen an einfach mal mit den direkten Gegenspielern von der Offense Line. Und zwar ist das die Defense Line im Großen und Ganzen gesagt. Die Defense Line, das können 3 Leute sein, das können bis zu 6 Leute sein, immer unterschiedlich. Aber könnte es auch mehr sein? Oder 3 bis 6? Es können 3 bis 6 sein. Ja, also Ja. ja, es können auch 4 sein, es können auch 5 sein. Aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Naja, du kannst es im Prinzip, kannst es ja ausstellen, wie du willst, aber es macht wenig Sinn, da jetzt 11 Leute direkt an die Line zu stellen. Und oder nur einen. Oder nur einen. Okay. Also man In darf es, verschiedenen aber man macht es Situationen einfach könntest du nicht. natürlich jetzt auch, wenn. Ich wollte es nur. Ja, rein theoretisch, rein theoretisch. Also, wir spielen eine 4-3. Das bedeutet, dass wir 4 Defense-Liner und 3 Linebacker haben. Also, hier, die Defense-Line splittet sich nochmal auf in Defense-Tackles, die innen stehen, und die Defense-Ends, die, wie der Name schon sagt, außen stehen. Dabei versuchen die Defense-Ends immer außenrum die Contain zu halten und alles, was außenrum läuft, sprich, wenn der Running Back jetzt zum Beispiel nach außen laufen möchte, darum kümmern sich dann die Defense Ends. Während die Defense Tackles versuchen, mittig die Löcher zu stopfen und den Quarterback immer unter Druck zu setzen und den Lauf zu stoppen. So, dann haben wir über den Defense Ends, wie gesagt, die Linebacker. Je nach Formation, jetzt in der 4-3 haben wir gerade 3 Linebacker. Linebacker haben zum einen die Aufgabe, den Lauf zu stoppen, weil sie noch relativ nah hier an der Offense-Line stehen und früh erkennen können, ob das jetzt ein Lauf- oder ein Passspielzug wird. Und wenn die jetzt erkennen, dass der Running Back jetzt versucht, hier zack durch die Lücke zu laufen, dann kommen die Linebacker sofort nach unten und versuchen, die Lücke zu stopfen. Gleichzeitig sind sie aber auch Passverteidiger. Während die Defense-Tackles, die Defense-Line nur nach vorne geht, müssen die Linebacker teilweise halt auch ihre Zonen verteidigen. Sprich, wenn der Quarterback einen Passspielzug ansagt oder wenn ein Passspielzug gespielt wird, und die Receiver hier irgendwo ihre Routen lang laufen, dann müssen sich die Linebacker um diese Receiver kümmern und das Gehört, glaube Passspiel ich, auch schon verhalten. recht viel so Antizipation und so auch dazu, oder? Dass man recht schnell reagiert, okay, ist ein Laufspielzug Genau. oder ist ein eben Passspielzug? Absolut, Weil, ich absolut. meine, die wissen direkt von Anfang an, okay, volle Lotte hier durch. Und bei denen kann das So halt. gesehen, ja. Also ich meine, die haben ihre Zonen, die sie vorher angesagt sind, in die sie rein droppen müssen, um die sie sich kümmern müssen. Wenn sie jetzt eine Zonenverteidigung spielen zum Beispiel. Und schauen aber trotzdem, also beim Start des Spielzugs schauen die ja trotzdem die ganze Zeit nach unten und gucken, was hier vorne passiert. Und wenn sie jetzt sehen, dass das ein Lauf ist, das ist ja relativ leicht zu erkennen, dann kommen sie aber direkt nach vorne. Aber ja, also man muss schon, Okay. es gehört schon ein bisschen was dazu, natürlich. Jawohl, machen wir weiter mit den Cornerbacks. Cornerbacks sind die direkten Gegenspieler zu den Wide Receivers, sprich auch ähnliche Körpertypen, also auch schlank, schnell, meistens ein bisschen größer. Genau, damit sie mit den Receivern eben gut mithalten können. Cornerbacks haben eigentlich nur die Aufgabe, die Receiver zu decken und einfach das Passspiel zu unterbinden. Vereinzelt können auch die Cornerbacks mal Druck auf den Quarterback machen, sieht man aber eher selten. Ist halt auch die Gefahr, wenn er jetzt mit reinzieht, ist halt er hier auch Richtig, komplett richtig, blank, ne? richtig. Also. Genau. So, das heißt, hier vorne haben wir alles abgedeckt. Dann haben wir oben noch in diesem Fall jetzt 2 Safeties. Die Safeties kümmern sich um alles, was oben passiert. Also, wenn jetzt ein Laufspielzug gespielt wird, dann sehen die das auch, kommen auch mit nach vorne. Aber bei einem Passspielzug haben die in erster Linie die Aufgabe, alles, was hinten Backfield. irgendwie passieren könnte, abzusichern. Weil sobald der Ballträger einmal, egal ob Receiver oder Running Back, einmal am Safety vorbei ist, dann gibt es keine Grenzen mehr und es ist relativ leicht, in die Endzone zu kommen. Dann ist es einfach nur ein Sprintduell. Die Jawohl. Genau, das ist die Lila und der Rest ist dann quasi das Backfield. Genau. Strong Safety, Free Safety oder Da sowas. kann man auch was zu sagen. Also, wenn wir jetzt Auch zum Beispiel hier mit 2 Safety Linebacker. spielen, haben wir in der Regel einen Strong Safety und einen Free Safety. Der Strong Safety ist meistens noch, steht noch etwas weiter unten und ist quasi die vordere Absicherung, während der Free Safety wirklich die allerletzte Notlösung ist, meistens noch ein bisschen agiler als der Strong Safety. Und der ist dann wirklich also der muss alles, was Ja. tief kommt, muss er abfangen. Ja. Bei den Linebackern, genau, da kann man auch noch unterteilen.
Wir haben jetzt, wenn wir mit drei Linebacker spielen, haben wir hier einen Outside Linebacker, hier auch einen Outside Linebacker und einen Middle Linebacker. Kann man auch noch anders bezeichnen. Und zwar haben wir jetzt in der Offense gerade auf der rechten Seite eine Strong Side, weil wir hier einen Tight End haben. Das heißt, das sind halt mehr Spieler sozusagen auf der Seite. Es sind eigentlich nicht mehr Spieler, aber das wird als Strong Side definiert. Und somit ist das hier jetzt der Sam Linebacker, Sam für Strong. Dann haben wir den Mike, M für Middle. Und wir haben den Will für Weak. Also für die Weak Side. Für die Weak Side, genau. Okay. So viel im Prinzip erstmal. Das war schon, glaube ich, relativ detailliert. Ja. Wir haben es schon mal angesprochen, neben Offense und Defense gibt es halt eben auch noch das Special Team mit bestimmten Positionen, wann das zum Einsatz kommt, wie das zum Einsatz kommt, dann aber im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.